Jo meine Lieben, willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und in diesem Video möchte ich euch gerne mal mein aktuelles Deck zeigen, an dem ich eigentlich sehr viel Spaß habe und dank der Banlist habe ich hier auch eine interessante Möglichkeit. Aber dazu dann im Deckprofil mehr. Wenn du jetzt zum ersten Mal auf diesen Kanal gestoßen bist, dann lade ich dich herzlich ein, Teil meiner Community zu werden. Wie machst du das? Indem du den Abo-Button ballerst. Das ist eine Win-Win-Situation für dich und für mich, denn du verpasst keins der kommenden Videos mehr und ich kriege einen neuen Abonnenten. Das heißt, die 6000 sind zum Greifen nah. Von daher unterstützt mich doch gerne auf diesem Weg. Und damit haben wir genug gequatscht. Wir starten direkt rein in das Deckprofil. Du bist auf der Suche nach geilen Clothmats? Dann möchte ich dir gerne meinen Werbepartner Margin Cards vorstellen. Euer Händler für Clothmats, Sleeves und Deckboxen. Beziehungsweise bekommt ihr hier auch geile Würfel. Aber im Vordergrund stehen hier auf jeden Fall die Clothmats, denn davon gibt es tatsächlich sehr, sehr viele insane Artworks. Also mir gefallen sie sehr. Mein Favorite ist auf jeden Fall die Alchemie Clothmat. Aber die anderen brauchen sich auf jeden Fall auch nicht verstecken. Und seit neuestem ist auch die vierte Season raus und ich muss sagen, diese Artworks gefallen mir unfassbar. Alle One Piece Fans von euch werden hier auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Und mein persönliches Highlight ist hier die Millennium Matte Version 1. Ich finde, die sieht einfach nur mega aus. Und auf eure gesamte Bestellung könnt ihr mit meinem Code YAMMY5 5% sparen. Von daher mal auschecken, ihr werdet bestimmt was finden und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Und damit begrüße ich euch herzlichst hier zum Deckprofil von Rescue Ace. Ein unfassbar cooles Deck, jedenfalls macht es mir unfassbar viel Spaß und ich möchte euch gerne mal daran teilhaben lassen, wie ich das jetzt spielen würde nach der Banlist bzw. auch nach Legacy of Destruction. Wir packen natürlich wie immer Side-Deck und Extra-Deck erstmal beiseite und beginnen direkt im Main-Deck. Natürlich spielen wir dreimal den Hydranten, der uns nämlich jedes Rescue-Ace-Monster unserer Hand hinzufügen kann und zeitgleich kann er nicht gewählt werden für Karteneffekte, sofern wir ein weiteres Rescue-Ace-Monster auf dem Board sich befinden sollte und er enabled uns auch noch diverse weitere Effekte oder sagen wir mal Erweiterungen der Effekte von unseren Spells, also Quick-Spells und von unseren Traps. Und er hat noch einen weiteren Effekt und zwar, wenn wir eine Schnellzauberkarte oder eine Trap von Rescue Ace setzen sollten durch einen Effekt einer Rescue Ace Karte, können wir davon auch eine pro Spielzug direkt aktivieren, was auch wirklich insane kommen kann, um Board zu brechen bzw. natürlich auch um ins Play zu kommen. Dann geht's weiter mit unserem guten Flugheber. Der ist ja immer noch limitiert auf 1, macht sich jetzt nicht so krass bemerkbar, aber auf 2 hätte ich den schon gern zurückbekommen, weil der nämlich dann noch weitere Plays enablen würde durch das Extra Deck. Aber das ist nun mal jetzt Zukunftsmusik. Dazu spielen wir natürlich noch einmal Verstärkung für die Armee, weil er ist halt Krieger, Stufe 4. Und deswegen können wir ihn dann über Verstärkung für die Armee unserer Hand dann auch hinzufügen. Der Flugheber hat folgenden Effekt. Und zwar sucht er uns eine Quickspell von Rescue Ace auf Normal oder Special Summon. Und er kann sich selber noch als Tribut anbieten, wenn unser Gegner einen Effekt auf dem Board aktivieren sollte. Dann dürfen wir nämlich ein Rescue Ace Monster von unserer Hand spezial beschwören. Und dadurch könnte man durchaus natürlich etwas dodgen, aber natürlich auch eine Interruption aufs Board holen. Da sehe ich zum Beispiel zweimal den Verhinderer in unserem Deck, denn dieses Monster ist auch ein Book of Moon, sofern sich ein weiteres Rescue Ace Monster sich mit auf dem Board befinden sollte. Und das ist natürlich, wenn wir ihn dann als Tribut angeboten haben und können dann ihn spezial beschwören, haben dann vielleicht noch den Hydranten mit auf dem Board, können also dann direkt etwas booken, was natürlich auch sehr, sehr stark ist. Ansonsten können wir den Verhinderer spezial beschwören, indem wir eine Rescue Ace Karte von unserem Graveyard verbannen. Das sind Kosten, das heißt, die Karte ist dann nicht mehr im Friedhof, falls unser Gegner darauf eine Krähe oder so aktivieren möchte. Das würde nicht funktionieren. Von daher auf jeden Fall sehr, sehr gute Kosten. Und er hat natürlich noch einen weiteren Effekt, und zwar einen Friedhofseffekt. Sollte er in den Friedhof gesendet werden und es befindet sich ein Rescue Ace Monster im Banish Pile, dürfen wir dieses Rescue Ace Monster wieder spezial beschwören. Ist aber nur once per turn. Dann spielen wir noch zweimal die Turbulenz. Unfassbar starkes Monster, meine Freunde. Auch diesen Dude können wir auf ähnliche Art und Weise spezial beschwören wie den Verhinderer. Nur, dass wir dafür zwei Rescue Ace Karten von unserem Friedhof verbannen müssten. Und er hat dann folgenden Effekt. Und zwar kann er uns bis zu 4 Karten, Spells und Quickspells und Traps von Rescue Ace setzen. Das ist wirklich extrem stark, weil wir dadurch nämlich an unfassbar viel Interruption rankommen können. Und er hat natürlich einen weiteren Effekt, und zwar sollte von uns eine Karte durch einen gegnerischen Effekt das Board verlassen, dann können wir eine Karte auf dem Feld wählen und diese zerstören. Was auch
wirklich unfassbar gut kommt. Viele rechnen mit diesem Effekt förmlich gar nicht. Dann haben wir noch drei Quickspells, und zwar dreimal Notfall. Diese Karte specialt uns ein Rescue Ace Monster aus unserem Deck. Das kann wirklich jedes Monster sein, was natürlich extrem stark ist. Wir müssen aber dann schlussendlich ein Rescue Ace Monster von unserer Hand oder vom Spielfeld als Tribut noch anbieten. Das bedeutet, wir können mit dieser Karte auf jeden Fall, wenn wir sie nachziehen und wir hoffen, dass wir eigentlich getopdeckt haben, nicht ins Spiel kommen, weil sie halt das Monster, was wir spezial beschwören, auch direkt wieder wegsendet. Das heißt, man braucht noch ein weiteres Rescue Ace Monster, aber das ist eigentlich in dem Deck kein wirkliches Problem. Dann hat auch diese Karte einen Friedhofseffekt, und zwar können wir sie wieder für Kosten verbannen und dürfen dann eine Trap setzen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Rescue Ace Effekt. Das bedeutet, wir könnten mit dem Hydranten diese Trap auch sofort aktivieren. Dann haben wir natürlich noch ein paar One-Offs. Einmal das Retten, einmal Alarmieren und einmal Rettungsass HQ. Retten erlaubt es uns, ein Rescue Ace Monster in unserem Friedhof zu wählen und dieses Spezial zu beschwören. Sollten wir aber den Hydranten kontrollieren, können wir auch ein gegnerisches Monster in dem Friedhof wählen und dieses Spezial beschwören. Das heißt, wir haben hier noch eine weitere Interruption, also sozusagen ein besseres Called by the Grave, weil wir auch alles machen können mit dem Monster. Alarmieren erlaubt es uns, ein Rescue Ace Monster wieder zu adden vom Friedhof oder vom Deck, sofern wir dann den Hydranten kontrollieren sollten. Und Rettungsass HQ erlaubt es uns, vier Karten, es müssen wirklich vier Karten sein, von unserem Banish Pile oder natürlich auch von unserem Friedhof wieder ins Deck zu mischen, und dann dürfen wir eine Karte ziehen. Das bedeutet, diese Karte recycelt uns alles. Auf die Karte müssen wir wirklich aufpassen. Zusätzlich erlaubt es uns die Karte noch, einen weiteren Normal Summon eines Rescue Ace Monsters durchzuführen, was natürlich auch hier und da mal ganz gut kommen kann. Dann spielen wir natürlich noch Traps, einmal das Eindämmen und einmal Löschen. Eindämmen und Löschen machen eigentlich genau das, was auf dieser Karte steht. Diese Karte dämmt ein, also es ist sozusagen wie eine Impermanence. Wenn wir dann den Hydranten noch kontrollieren sollten, kann dieses Monster auch nicht mehr für irgendeine Beschwörungsart aus dem Extra-Deck verwendet werden. Und zusätzlich kann das Monster auch nicht angreifen, dafür brauchen wir aber den Hydranten nicht. Löschen sagt aus, dass wir das gegnerische Monster schießen. Wir brauchen übrigens für jede Trap ein Rescue Ace Monster auf dem Board. Und sollten wir bei Löschen noch den Hydranten mit auf dem Board haben, kann unser Gegner die Effekte des Monsters nicht aktivieren für diesen Spielzug. Gegebenenfalls, wir schießen hier zum Beispiel die Princess, kann diese nicht triggern im Friedhof, sofern wir dann etwas spezial beschwören sollten, was natürlich auch sehr, sehr überraschend kommen kann für den Gegner. Dann geht's weiter mit unserer Hilfs-Engine. Da spielen wir natürlich die Diabelstar-Engine. Da haben wir dreimal die Hexe. Die Hexe können wir spezial beschwören, indem wir eine Karte von unserer Hand discarden bzw. eine Karte auf dem Feld einfach in den Friedhof senden. Discarden reicht hier nicht, wir müssen hier wirklich in den Friedhof legen. Und sollte die schwarze Hexe spezial oder normal beschworen werden, können wir eine Sinful Spoils-Karte setzen. Das kann auch wieder jede Karte davon sein, was natürlich auch sehr, sehr gut sein kann. Und sollte die Diabelstar, die schwarze Hexe, im gegnerischen Turn das Feld verlassen, können wir sie auch wieder spezial beschwören, müssen aber dafür wieder eine Karte von der Hand oder natürlich vom Feld in den Friedhof senden können. Aber natürlich kann sie dann auch wieder triggern und setzt uns dann wieder was. Das heißt, dieser Effekt kommt auch gar nicht so schlecht. Dann spielen wir natürlich noch dreimal Gesuchte, sündhafte Beutesucherin. Diese Karte addet uns eine Diabelstar, ist eine Quickspell, das heißt, wir können sie direkt in der Dwarfface machen und wir spielen dann dadurch nicht in den Droll rein. Und diese Karte hat natürlich auch noch einen Friedhofseffekt, und zwar können wir eine Sinful Spoils Spell oder Trap wieder ins Deck mischen. Wir müssen sie aber für Kosten verbannen und können dann noch eine Karte ziehen. Und beides können wir sogar im selben Spielzug machen, das heißt, unfassbar stark ist diese Karte. Dann haben wir natürlich noch ein valides Target, und zwar erbsündhafte Beute Schlangenauge. Diese Karte erlaubt es uns, ein Feuermonster der Stufe 1 als Spezialbeschwörung von unserem Deck oder von der Hand zu beschwören. Wir müssen dafür aber eine offene Karte von unserem Feld in den Friedhof senden können. Und diese Karte hat noch einen zweiten Effekt, der geht aber nicht, wenn wir den ersten Effekt aktiviert haben. Und zwar erlaubt es uns, diese Karte, ein Snake-Eye-Monster oder eine Diabelstar, wieder ins Deck zu mischen. Und wir dürfen dann uns ein Feuermonster der Stufe 1 unserer Hand hinzufügen. Hier reicht es tatsächlich aus, wenn wir das valide Target haben, sollte der Gegner darauf beispielsweise dann eine Krähe werfen. Also gegebenenfalls, wir haben jetzt die Diabelstar in unserem Friedhof, aktivieren den Effekt von erbsündhafte Beute Schlangenauge. Der Gegner targetet mit der Krähe natürlich die Diabelstar. Und das reicht tatsächlich trotzdem aus für diese Karte, dass wir uns dann das Feuermonster der Stufe 1 suchen können. Diese Karte muss sich dafür aber für Kosten dann verbannen. Das heißt, wenn wir die Krähe vorher auf diese Karte bekommen, bevor wir den Effekt gecallt haben, dann kommt es halt zu spät, leider Gottes. Aber nicht so schlimm, wir können halt mit Wanted auch dann diese Karte wieder recyceln, was halt unfassbar stark ist. Das war's mit der Diabelstar Engine. Dann spielen wir noch dreimal Leuchtfeuer. Diese Karte
addet uns ein Pyromonster der Stufe 4 oder niedriger. Ist auch once per turn, ist jetzt tatsächlich noch viel, viel stärker geworden als zuvor. Denn wir haben jetzt nicht nur Schlangenauge Pappel als valides Target, die wir jetzt übrigens nur noch auf 1 spielen, sondern wir haben auch Todfeind Flagge. Denn dieses Monster ist auch ein Pyromonster. Pappel sagt aus, wenn wir uns Pappel unserer Hand hinzugefügt haben, durch einen Karteneffekt, können wir Pappel direkt von unserer Hand spezial beschwören und auf Normal oder Special Summon edit Pappel uns dann wieder eine erbsundhafte Beute, Spell oder Trap. Und Pappel hat noch einen weiteren Effekt, und zwar im Friedhof, wenn sie dahin gelegt wurde, können wir ein Feuermonster einfach in unsere Spell oder Trap Zone setzen, beziehungsweise, ja doch, legen. Legen oder setzen könnt ihr handhaben, wie ihr wollt. Todfeind Flagge. Unfassbar gut in diesem Deck. Warum? Dazu komme ich jetzt. Wir haben ja hier die Möglichkeit, durch die Turbulenz oder auch den Verhinderer, dass wir Monster banishen können, damit wir diese dann spezial beschwören können. Und Todfeind Flagge hat ja den geilen Effekt, dass wir ein verbanntes Monster von uns wieder ins Deck zurückmischen, dann dürfen wir ihn spezial beschwören. Dann hat er noch während der Main Phase einen weiteren Effekt, und zwar können wir uns ein weiteres Todfeindmonster unserer Hand hinzufügen. Das ist dann zum Beispiel Todfeind Korridor. Man könnte hier natürlich auch die Protoss-Line spielen, aber die kommt bei uns nicht so gut auf, weil wenn wir dann zum Beispiel nicht auf unser Extra-Deck so richtig zugreifen können, haben wir nicht genug Typen bzw. auch Eigenschaften, je nachdem, welchen Todfeind man natürlich spielen möchte. Deswegen spielen wir hier die sichere Line, und zwar den guten Todfeind Korridor. Und der sagt mich aus, den können wir übrigens genauso spezial beschwören wie die Flagge. Und das ist tatsächlich das Wichtige dabei, dass das ein Effekt in der Hand ist, weil das ist es nämlich. Es ist ein Effekt, den wir callen in der Hand, und den brauchen wir, damit wir dann am Ende des Spielzuges noch den Koloss aufs Board bekommen, indem wir den Korridor einfach als Tribut anbieten. Einfacher kommt man nicht an den Koloss ran. Unfassbare Tech-Choice, auch ohne die infernale Flammen-Benji tatsächlich. Ja, erstmal dazu, dann spielen wir natürlich noch Consistency. Dreimal Topf des Wohlstands, entweder graben wir 3 oder 6 Karten aus, indem wir 3 oder 6 Karten von unserem Extra-Deck verbannen, die wir wählen dürfen. Wir dürfen aber für den restlichen Zug keine Karten ziehen. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil wir nämlich dadurch eventuell auch an die Flagge rankommen oder generell direkt an den Korridor oder natürlich auch gerne an die Pappel. Also alles ist möglich, von daher unfassbar gute Karte in diesem Deck. Wir mussten aber dafür tatsächlich auf eine Handtrap verzichten. Generell müsst ihr hier auch die Colossus Line nicht spielen. Ihr könntet dafür einfach weitere Handtraps spielen oder halt einfach 40 Karten. Das würde natürlich auch gehen. So, Topf des Wohlstands sagt übrigens noch aus, dass unser Gegner dann für den restlichen Spielzug nur die Hälfte des Damages bekommt. Dann spielen wir Handtraps. 3-mal die Ash Blossom, 3-mal Ghost Ogre. Ich finde den Ghost Ogre gerade gar nicht mal so schlecht, und ich habe ihn lange, lange getestet und muss sagen, ja, der gefällt mir, der kommt wirklich sehr, sehr gut. Man könnte hier natürlich stattdessen auch noch die Effektverschleierin spielen, aber ich habe mich dann an dieser Stelle eher für die Impermanence entschieden, weil halt die Karte erstmal nicht Talent und Fast triggert, ne? Und deswegen ist die so ein bisschen besser als Veiler. Und Ghost Ogre zerstört ja, negiert dafür aber nicht, aber wir wollen ja zurzeit viele Monster auf dem Board behalten, und wenn wir das dann verlieren, zum Beispiel die Princess, also auf Effekt von Princess oder auf Effekt von Flammenbergen auf den zweiten Effekt, zerstören wir ihn, dann triggert er nicht nochmal im Friedhof, weil er vielleicht schon dann vom Friedhof gekommen ist und da schon diverses Zeug gemacht hat. Also von daher kann man sich tatsächlich auch so dem ein oder anderen Monster entledigen. Im Extra-Deck spielen wir natürlich einmal die aufgegebene Seele, ersetzt jetzt Linkoribo. Tut dem Deck tatsächlich schon so ein bisschen weh, weil die Heat Soul Line jetzt nicht mehr so gut funktioniert oder gar nicht mehr funktioniert. Ist halt schon ärgerlich, aber na gut. Zu kleine Chimäre spielen wir. Warum spielen wir diese Karte? Weil wir nämlich jetzt die Princess spielen können, und mit der Princess können wir ein Feuermonster von uns schießen und natürlich ein gegnerisches Monster, sofern unser Gegner natürlich etwas spezial beschwört. Und wenn wir dann die zu kleine Chimäre zerstören, bekommen wir wieder ein Feuermonster auf unsere Hand. Und das müssen wir machen, weil wir hier nämlich so ein bisschen Ressourcenmanagement betreiben müssen. Wir müssen nämlich darauf achten, dass wir unsere Monster nicht zu schnell rausballern, weil wir dann irgendwann nichts mehr in unserem Deck haben. Dann spielen wir noch einmal unsere SP. Bestes Link 2 Monster, was man zurzeit spielen kann, muss man spielen. Banished etwas auf Links sammeln, sofern man ein Monster aus dem Extra-Deck dafür verwendet hat. Und auf Effekt des Gegners kann man immer noch mal ausweichen, indem man dann den zweiten Effekt aktiviert und dann ein Monster von sich oder natürlich 2 Monster von sich banished oder natürlich dann noch ein gegnerisches Monster, also ein Monster von sich und vom Gegner oder 2 Monster von sich. Jetzt habe ich es. So. Und dann spielen wir noch Albtraumritter Phönix, Weihfeuer. Muss man nicht spielen, ist ein Flexboard. Das gleiche gilt auch für Sunlight Wolf. Gleiche gilt übrigens auch für zu kleine Chimäre, beziehungsweise für alle Karten, die wir jetzt erstmal hier uns angucken.
Phoenix würde uns eine Backrow-Karte des Gegners schießen, was vielleicht ganz gut kommen kann. Wir müssen aber dafür eine Karte discarden können. Sunlight Wolf erlaubt es uns, wenn wir ein Monster in seine Zone spezial beschwören, dass wir dann uns wieder ein Feuermonster unserer Hand hinzufügen dürfen. Dürfen es aber dann an dieser Stelle nicht normal oder spezial beschwören, in diesem Spielzug natürlich. Und dann haben wir noch eine Appaloosa. Auf die enden wir im First Turn relativ selten. Wir können darauf enden, aber wir versuchen schon unter der fünften Summon zu bleiben, weil dieses Set 4 muss der Gegner auch erstmal outen. Sollten wir natürlich eine Handflip-Schlacht haben, also dass unser Gegner uns unfassbar viele Handflips um die Ohren wirft, haben wir natürlich wahrscheinlich weniger eine Wahl und werden dann wahrscheinlich schon über 5 Beschwörungen kommen und dann wird das Ziel auch die Appaloosa sein. Und dann haben wir natürlich noch einmal den Donnerdrachen-Koloss. Ja, was soll ich sagen? Krasses Floodgate, unser Gegner darf nur noch ziehen und so keine Karten seiner Hand hinzufügen, was wirklich unfassbar stark ist. Er kann sich selber protecten durch das Donnermonster, was wir im Friedhof haben. Von daher, einmal Zerstörung überlebt er auf jeden Fall. Heftiges Monster können wir halt hier super gut spielen. Von daher spielen wir den auch. So, das war es so mit den Flexbots. Kommen wir jetzt zu den Karten, die man spielen sollte aus meiner Sicht. Da haben wir natürlich die Sharma, Heater, Dark. Heater specialt uns ein Feuermonster. Dark specialt uns ein Finsternismonster vom Gegner. Wir müssen aber für Heater ein Feuermonster verwendet haben und für Dark natürlich auch ein Finsternismonster an dieser Stelle. Dann haben wir noch eine Celine. Celine würde uns ein Hexer aus unserem Graveyard wieder spezial beschwören, aber in Verteidigungsposition. Das heißt, die Sharma hier sind schon mal raus. Aber die schwarze Hexe ist ja auch ein Hexer, von daher würde es mit dieser auch wunderbar funktionieren. Und dann werden wir erstmal in den Access Code gehen. Und darauf, oder wir werden erstmal unseren Gegner versuchen, mit dem Access Code dann zu OTK'en. Sollte vielleicht dann nach der Summon des Access Codes eine Imperm oder so kommen, werden wir dann in die Silantis-Line gehen. Also wir werden dann einfach diesen Dude rüberlegen, was natürlich auch gar nicht so schlecht ist. Beziehungsweise werden wir dann noch versuchen, vorher den Wutphönix aufs Board zu bekommen und die Princess werden wir wahrscheinlich schon im Friedhof haben, sodass wir dann diese OTK-Line fahren, wenn das mit dem Access-Code nicht geklappt hat. Also sozusagen ein Backup für die Access-Code-Line. Cialantas sagt aus, dass wir in der Main-Phase alle Monster banishen dürfen, auch von uns und vom Gegner natürlich, und dann dürfen wir entscheiden, wie die Monster zurückkommen und in welche Zone diese Monster gelegt werden, was natürlich auch sehr, sehr interessant ist, wenn wir dann gebuckte Monster zurückbringen. Sollte das passieren, triggert dann die Princess. Wir können die Princess spezial beschwören, müssen natürlich wieder ein Feuermonster dafür auf dem Board haben und sollte dann der Wutphönix sich ebenfalls im Friedhof befinden oder wir haben den Wutphönix sogar noch mit auf dem Board, schießen wir den Wutphönix und ein gegnerisches Monster. Wutphönix kommt wieder aufs Board. Wir haben natürlich dann mit Princess und Cialantas einen Schuss für 2 und OTK genug, wahrscheinlich mit Wutphönix, Cialantas und Princess. Von daher auf jeden Fall, OTK'en kann das Deck sehr, sehr gut. Und als One-Off spielen wir noch einmal die Himmelskrise, weil wir halt den Platz haben und diese Karte durchaus immer noch in der Lage ist, das ein oder andere Monster zu outen, beziehungsweise hilft diese Karte uns auch ein OTK zu drücken, weil die Karte halt immer noch 2900 ATK hat und wir können halt eine Karte des Gegners einfach wieder auf die Hand geben, also ein Monster, was natürlich auch nicht so schlecht ist. Und im Side-Deck spielen wir dreimal die Ghost Bell. Ghost Bell natürlich auch gegen die ganzen Runic-Stun-Varianten gar nicht so schlecht, weil wir nämlich damit auch den Brunnen negieren können. Und auch so, Ghost Bell ist eigentlich eine recht solide Handtrap, weil sie nämlich alles negieren kann, was so mit dem Friedhof zu tun hat. Es sei denn, es sind Kosten, dann geht es natürlich nicht. Dann haben wir noch dreimal Veiler. Wie angesprochen, kann man natürlich auch tauschen mit dem Ogre. Aber zurzeit fühle ich den Ogre so ein bisschen mehr im Main-Deck, wegen des Schusses und so weiter. Und die Veiler geht ja auch nur während der Main-Phase. Dafür können wir sie aber natürlich unendliche Male abwerfen, beziehungsweise in den Friedhof senden. Gegen Shifter ist die Veiler zum Beispiel auch komplett useless. Dann spielen wir auch einen Boardbreaker, und zwar Verbotener Tropfen. Ich finde, die Karte kommt zurzeit echt gut. Deswegen spiele ich sie auch. Aber Main würde ich sie noch nicht spielen, weil wir halt schon darauf aufpassen müssen, dass wir nicht zu viele Karten verlieren von unserer Hand. Weil so eine klassische One-Card-Kombo haben wir zwar mit dem Flugheber, aber den können wir auch nur auf 1 spielen, beziehungsweise mit Verstärkung für die Armee spielen wir den auf 2 und die Karten müssen wir halt erstmal haben. Weshalb Verbotener Tropfen eine krass gute Karte ist, bei uns aber so ein bisschen riskant ist. Und für Backrow-Hate haben wir dann noch den Cosmos Cyclone und natürlich noch den Flederwisch sowie zweimal Lightning Storm, beziehungsweise Lightning Storm können wir auch Monster in Angriffsposition zerstören. Und das, meine Freunde, soll es gewesen sein mit dem Deckprofil. Gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin natürlich immer offen bei so einem coolen Deck für Verbesserungsvorschläge. Und wie immer hoffe ich natürlich, dass dir das Video gefallen hat. Wenn dem so war, gerne liken und abonnieren. Und damit bin ich raus. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein, ciao.